Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Analyse der Pressekonferenz der AfD zur Hamburg-Wahl mit den Spitzenkandidaten der AfD dort und den Vorsitzenden Gauland und Chrupalla. Ich wollte zunächst einen Zusammenschnitt der Pressekonferenz einfügen, aber die Pressekonferenz ist insgesamt sehenswert. Gerade die Hamburger Spitzenkandidaten äußern sich sehr gut meiner Meinung nach. Wenn ihr die Pressekonferenz schon gesehen habt, könnt ihr die nächsten 34 Minuten überspringen. Also ich habe die Pressekonferenz ein bisschen geschnitten, aber eigentlich nur am Anfang und Ende unwesentliche Teile. Zu dem gestrigen Wahlergebnis in Hamburg, was wir ja heute hier auswerten wollen und auch besprechen wollen, muss ich sagen, bin ich als Parteivorsitzender erstmal sehr zufrieden, dass wir dieses Ergebnis einfahren konnten, dass wir noch unsere Leistung über die 5%-Hürde erreichen konnten, dass wir sicher eingezogen sind. Ich möchte mich als erstes aber auch bei den Wählerinnen und Wählern in Hamburg bedanken, aber natürlich vor allem bei unseren beiden Spitzenkandidaten, Herrn Nockermann und Herrn Wolf, die dort einen hervorragenden Wahlkampf geleistet haben, einen sehr engagierten Wahlkampf unter wirklich schwierigen Bedingungen, auf die sie dann sicherlich noch eingehen werden. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Die AfD bleibt in allen Landesparlamenten weiterhin erhalten. Wir sind weiter eine etablierte Partei, eine etablierte Kraft und haben das in Hamburg auch gestern bestätigt, wenngleich, wie gesagt, die Voraussetzungen sicherlich schwierig waren. Das zu meiner Sache. Herr Roland, wollen Sie ergänzen? Dann ergebe ich das Wort Herrn Gauland. Gibt es nicht viel zu ergänzen? Herr Chrupalla hat eigentlich alles gesagt. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, er hat zu Recht gesagt, es war schwierig. Schwierig war es auch deshalb, weil wir in einer Weise in den letzten Tagen, ja Wochen kann man schon sagen, ausgegrenzt worden sind und gegen uns ja geradezu eine Hetze betrieben worden ist, wie ich das ehrlich gesagt noch nicht erlebt habe und auch in der Bundesrepublik nicht für möglich gehalten habe. Das bezieht sich auch auf Kommentare großer Leitmedien, bei denen uns im Grunde genommen etwas unterstellt wird, was in keiner Weise auf eine demokratische Partei zutrifft. Und ich gebe offen zu, diese Art der Auseinandersetzung macht mir Sorge. Wenn wir da nicht alle abrüsten, dann ist die Demokratie wirklich gefährdet, aber nicht durch uns, sondern durch Versuche, uns aus einem demokratischen Spektrum auszugrenzen. Vielleicht so viel zu Beginn. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war gestern ein spannender Tag und es ist heute ein schöner Tag. Wir sind mit 5,3% in die hamburgische Bürgerschaft eingezogen, obwohl es in Hamburg so etwas wie eine maximale Ausgrenzung der AfD gegeben hat. Ich habe solche Umstände auch noch nie erlebt. Ich saß bereits mal von 2001 bis 2004 in der hamburgischen Bürgerschaft, damals mit Ronald Schill gemeinsam. Und was wir hier jetzt in den letzten Tagen insbesondere erlebt haben, dass wir als Nazis und als Faschisten bezeichnet worden sind, das ist schon wirklich ein unglaublicher Vorgang. Wie gesagt, das Maximum an, ja, wie soll ich das sagen, an Ausgrenzung. Und angesichts der Umstände, dass wir in Hamburg keine einzige politische Veranstaltung durchführen konnten, weil die Wirte von der Antifa massiv unter Druck gesetzt worden sind. Angesichts der Tatsache auch, dass all unsere Wahlplakate regelmäßig zerstört worden sind, dass wir uns auch einklagen mussten in öffentliche Bürgerhäuser. Angesichts all dieser Tatsachen ist das Ergebnis von 5,3% für uns ein wirklich schönes Ergebnis. Wir lagen in den Wochen und Monaten vorher stabil bei 7% in den Umfragen. Und in den letzten 14 Tagen ging es dann massiv bergab, 1-2%. Jeder kann sich vielleicht vorstellen, woran das gelegen hat. Es ist auch von Kollegen von Ihnen auf deren privaten Facebook-Seiten beispielsweise veröffentlicht worden, werft oder jagt die Hetzer aus dem Rathaus. Da können Sie mal sehen, welche Verrohung der Sprache in Hamburg stattgefunden hat. Ich kann es auch jederzeit gerne belegen. Soweit erstmal von meiner Seite. Dann zuletzt Herr Wolf, bitte. Ja. Auch von meiner Seite erstmal ein schönes guten Morgen. Wir haben unter äußerst schwierigen Umständen unsere Stimmenanzahl praktisch gehalten. Wir hatten vor 5 Jahren 214.000 Stimmen und wir haben
derzeit, und das ist noch nicht die Schlusszahl, 211.000 Stimmen. Das ist im Grunde genau das gleiche Ergebnis. Dass wir relativ statt 6-1 bei 5-3 jetzt gelandet sind, liegt an der um 7% gestiegenen Wahlbeteiligung, damals 56%, jetzt 63%. Da spielt auch eine Rolle drin, dass bei den Jungwählern die Wahlbeteiligung besonders hoch ist, bei denen die Grünen, die mit Abstand stärkste Partei geworden sind, deutlich vor der SPD, wir nicht so stark abgeschnitten haben. Über die schwierigen Umstände des Wahlkampfs haben wir bereits gesprochen. Wir hatten selbst die Wahlkampfschlussveranstaltung nicht in Hamburg durchführen können, sondern mussten ausweichen auf das benachbarte Schleswig-Holstein, auf Hennstedt-Ulzburg, weil in Hamburg die Wirte derart unter Druck gesetzt werden von einer Antifa-Szene, von einer militanten Antifa-Szene, die die Wirte anschreibt und nicht nur die Scheiben und die Lokalitäten und die Räume gefährdet, sondern die Wirte anschreibt mit Worten wie: Wir wissen, wo Ihre Kinder zur Schule gehen. Es gab mehrere Anschläge auf mehrere Kandidaten im Wahlkampf, nicht zuletzt auf Dirk Nockemanns Wohnadresse. Das Ganze gefördert, gepampert, sage ich jetzt mal, von einem rot-grünen Senat, der auf dem linken Auge blind ist, der nach G20 keinerlei Konsequenzen gezogen hat und stattdessen einen Popanz von wegen rechter Bedrohung an die Wand malt und in einer unzulässigen, unfairen und unverschämten Diffamierung AfD und Rechtsaußenterrorismus in einer Art und Weise in einem Atemzug zusammenzubringen versucht, dass man sich als Demokrat, wir als Rechtsstaatspartei nur dagegen verwahren können. Vielleicht noch ein Satz dazu. Was besonders dramatisch durchaus ist, sind die Verluste der bürgerlichen Parteien insgesamt. Bei uns noch relativ maßvoll, wenn man aufgrund der höheren Wahlbeteiligung den Prozentsatz von 5,3 zu 6,1 in Bezug setzt, dann ist das ein Rückgang um 13%. Bei der FDP ist der Rückgang relativ bei 32%, bei der CDU 25%. Und dass diese drei bürgerlichen Parteien zusammen in einer Stadt wie Hamburg bei unter 25% rauskommen, bürgerlichen Parteien weniger als ein Viertel des Elektorats repräsentieren. Das allerdings gibt mir schon zu denken und sollte ein Warnsignal auch sein für unsere Demokratie. Ich habe mich gefragt, ob am Ende angesichts des Einzugs der AfD das vielleicht als spaßige Bemerkung am Schluss über unsere Demokratie unter Angela Merkel, ob Angela Merkel diesmal wieder aus Pretoria oder aus einem anderen Ort dieser Welt sich meldet, die Wahl müsse korrigiert werden, mit dem Wiedereinzug der AfD sei ein unverzeihliches Ergebnis herausgekommen. Das erstmal von meiner Seite zum Einstieg. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich habe schon mehrere Fragen hier aus der Mitte auf dem Zettel. Wenn Sie dazu sagen, an wen sich die Frage richtet, ist das sicherlich hilfreich. Und Herr Wehner macht den Anfang. Ja. Meine Frage geht an Herrn Chrupalla und vielleicht auch noch an Herrn Gauland, wenn er antworten will. Herr Chrupalla, Sie haben wie auch fast alle führenden AfD-Politiker die Morde von Hanau zunächst als Tat eines Geisteskranken bezeichnet und auch die anderen AfD-Politiker haben von einem Wahnsinnigen oder einem Geistesgestörten gesprochen. Nun haben Sie gestern in einem Brief zusammen mit Herrn Meuthen an die AfD-Mitglieder von einem rassistischen Verbrechen geschrieben, dessen Motiv Ausländerhass war. Ich möchte Sie fragen, wie kommt es zu diesem Sinneswandel? Ja, zunächst einmal ist es kein Sinneswandel. Zu den Informationen, die wir kurz nach der Tat hatten, konnte man nur wirklich davon ausgehen, dass es sich um einen Geisteskranken oder einen Wahnsinnigen in diesem Bezug handelt. Das bestätigen mittlerweile selbst Ärzte, das muss man ganz klar sagen. Es ist
in dieser Form, wenn man jetzt sich das Manifest dieses Täters, dieses Einzeltäters, derzeitigen Einzeltäters ansieht, muss man davon ausgehen, dass es einen rassistischen Hintergrund hatte. Das ist, muss man klar benennen. Und das tue ich in diesem Sinne auch. Zu der damaligen Zeit, zu den damaligen Informationen, die mir damals vorlagen, konnte ich noch nicht davon ausgehen, inwieweit sich das ergeben hat. Wir sollten auch weiterhin die Ermittlungsergebnisse abwarten, die immer noch recht dünn sind. Die Ermittlungsbehörden haben noch viel Arbeit vor sich. Das sollten wir respektieren und natürlich erstmal auch abwarten. Nachfrage, warum haben alle anderen Parteien diesen rassistischen Hintergrund eigentlich sofort erkannt? Nur die AfD hat ihn nicht erkannt. Ich würde nicht sagen, dass wir das nicht erkannt haben. Ich denke, in diesem Moment dieses schrecklichen Anschlags, wo wirklich 10 Menschen auf grauenvolle Art und Weise ums Leben gekommen sind, was uns alle geschockt hat, auch mich geschockt hat, auch unsere Partei geschockt hat, gebietet es eigentlich erstmal in Ruhe auch zu trauern, auch trauern zu dürfen. Auch das darf die AfD, auch das darf ich. Das will ich ganz klar betonen. Wenn man diese schreckliche Tat zum Beispiel in Norwegen betrachtet, mit diesen ähnlichen Anschlag von Anders Breivik, was dort geschehen ist, wie sich parteiübergreifend dort in Norwegen eine Trauer ausgebildet hat, beziehungsweise auch dort getrauert werden durfte und konnte, ohne sofortige Schuldzuweisungen an eine Oppositionspartei oder eine rechte Partei oder eine linke Partei, dann halte ich das für auch für unser Land geboten. Es hätte sich meiner Meinung nach gehört, dass man auch diese Tat erstmal in Trauer zur Kenntnis nimmt und dann weitere Schritte abwartet, beziehungsweise auch Ermittlungsergebnisse abwartet. Vielleicht noch ein Satz dazu. Auch ein krankes Gehirn kann eine rassistische Motivation in seinem kranken Gehirn haben. Das steht auch in dem Brief ganz deutlich drin. Ich sehe da also überhaupt keinen Widerspruch. Die nächste Frage, Sie wollen dazu ergänzen? Herr Wolf dazu? Nur ein Satz dazu. Die anderen Parteien haben da nicht etwas früher erkannt, sondern die haben in einer aus meiner Sicht schamlosen Weise sofort das Ganze versucht zu instrumentalisieren und zu missbrauchen zu einer Hetze gegen die AfD, bei der man sich fragt, wie weit sind wir eigentlich gekommen. Eine derart maßlose Hetze, gerade in den letzten 48 Stunden vor dem Wahltag, die ist, glaube ich, einzigartig in diesem unserem Land. Herr Nockemann möchte dazu auch noch ergänzen. Ja, um es mal ganz klar und deutlich zu sagen, diese rechtsextremistischen Terrorattacken, die haben überhaupt aber auch gar nichts mit der AfD zu tun. Ich bin ja nur schon ein bisschen älter. Ich habe die Brandanschläge von Solingen miterlebt. Damals gab es keine AfD. Ich habe das miterlebt, was die NSU gemacht haben. Damals gab es keine AfD. Und es gab diverse Attentate, beispielsweise das Olympia-Attentat. Auch das war rechtsradikaler, rechtsextremistischer Terror. Auch damals gab es keine AfD. Also man sollte bitte nicht so tun, als würde dieser rechtsextremistische Terror jetzt irgendeine Ursache in der AfD haben. Und da bitte ich auch ganz klar mal abzurüsten. Wie gesagt, wir haben nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Wir haben in Hamburg und soweit ich weiß auch im Bund permanent darauf hingewiesen, dass wir jede Art von Extremismus und von Gewalt ablehnen, egal ob das Linksextremismus, Rechtsextremismus oder religiös bedingter Extremismus ist. Die nächste Frage hat Frau Klaßmann. Ich wüsste gerne von den Hamburger Wahlkämpfern, ob Sie sicher sein können, dass Ihnen diese Behinderungen, die Sie geschildert haben, nur geschadet haben. Es wäre ja auch denkbar, dass es da so einen Solidarisierungseffekt gibt. Und dann wüsste ich gerne von Herrn Dr. Gauland oder von Herrn Chrupalla, was denn das Rezept der AfD gegen Rechtsextremismus ist. Vielleicht ist da eine Schwäche der Partei gesehen worden, die auch im Hamburger Wahlkampf geschadet hat. Denn andere Parteien haben das ja ausführlich diskutiert, auch unabhängig von der Frage, wie die Motivation des Attentäters gewesen war in Hanau. Es gab ja vorher die Festnahme der Gruppe um Werner S. Es gab die Attacke auf die Synagoge in Halle und es gab den Mord an Herrn Lübcke. Vielleicht wird der AfD in diesem Feld nicht genug Kompetenz zugetraut.
erst. Also natürlich hat es uns geschadet, dass die Antifa beispielsweise unsere Stände in Hamburg permanent umringt hat, mit Transparenten abgeschottet hat, sodass die Bürger kaum an unsere Menschen, an unsere Mitglieder herangekommen sind. Natürlich schadet es, wenn man permanent von allen Parteien und ich sag mal, das gesamte politische und mediale Establishment Hamburgs hatte sich gegen uns, muss man sagen, verschworen geradezu. Und überall gab es diese, ja, Sie gucken skeptisch, aber überall gab es diese Sprüche, räumt die Hetzer aus dem Hamburger Rathaus. Das ging sogar so weit, dass die stellvertretende Bürgermeisterin in Hamburg gemeinsam auf Demonstrationen aufgetreten ist mit der interventionistischen Linken, die also maßgebliche Initiatoren der Hamburger Unruhen beim G20 gewesen sind. Das kann ich Ihnen sagen, ich war damals Mitglied als Obmann dort im Ausschuss. Und natürlich schadet es uns, wenn auch die Medien einseitig in dieses Horn blasen, wohl wissen, dass gerade die Hamburger AfD sich in der Vergangenheit einen gewissen Ruf erarbeitet hat, und zwar, dass wir ein relativ hanseatischer und liberaler Landesverband sind, und uns dann sozusagen derart zu stigmatisieren, glauben Sie nicht, dass das irgendjemandem nutzt. Von uns jedenfalls nicht. Wir haben allerdings auch in der Tat im Nachhinein erfahren, dass der ein oder andere Wähler, der uns dann angeschrieben hat, deutlich gemacht hat, dass gerade diese Stigmatisierung ihm ganz übel aufgestoßen ist und dass dann doch noch Leute zur Wahl gegangen sind, obwohl sie am Anfang gesagt haben, wir gehen da nicht zur Wahl. Aber diese einseitige, massive Benachteiligung weckt natürlich auch das Gerechtigkeitsgefühl in bestimmter Hamburger Bürgerschichten. Um das nur ganz kurz zu ergänzen, Sie spielen ja auf dieses Narrativ an, AfD begebe sich geradezu gerne in eine Opferrolle. Nein, wir begeben uns nicht gerne in eine Opferrolle. Es schadet uns. Das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt einfach, wie das beim Wähler ankommt. Wenn ich Opfer meine, dann sage ich Opfer. Es schwingt meist mit. Es ist ja ein gewisses Framing damit auch verbunden, mit dem wiederholten Wortgebrauch. Aus meiner Sicht schadet es massiv sowohl unsere Entfaltung im Wahlkampf, wo wir an Bürger weniger herantreten können, wenn die Stände attackiert werden, mehrfach geschehen, als einzige von allen Parteien, wie wir mit einer SKA erfragt haben, wenn die Plakate zerstört werden, wenn wir keine Räumlichkeiten bei Wirten bekommen. Und natürlich ist es eine Schwelle bei Bürgern, die nicht unsere Stammwähler ist, aber die wir auch erreichen und ansprechen wollen, wenn die Kontakt mit uns A vermieden wird und B ihnen suggeriert wird, das sei irgendetwas Böses, Rechtes, mit dem man möglichst pui pui nichts zu tun haben sollte. Frau Klaßmann, ich kann ja ganz kurz noch ergänzen. Ich will mal was Grundsätzliches sagen. Also Rechtsextremismus muss mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden. In der AfD gibt es keinen Rechtsextremismus. Das will ich ganz klar sagen. Und für uns ist und auch was den Brief nochmal angeht, auch nochmal wichtig gewesen, auch darauf hinzuweisen, in welchem gesellschaftlichen Klima wir mittlerweile hier leben. Und da haben alle Parteien ihren Anteil dran, diese Situation so aufgeheizt zu haben. Auch Teile der Medien will ich dort nicht ausnehmen. Das haben wir, wie gesagt, im Vorfeld dieser Hamburg-Wahl massiv erlebt. Und diese Selbstreflexion, die wir angestoßen haben, die wir mit diesem Brief anstoßen wollten, die natürlich eine Debatte auslösen wird, auch innerparteilich, ganz klar. Das gebietet sich aber meiner Meinung nach auch für andere Parteien, die uns pauschal als Faschisten, als Nazis permanent bezeichnen, die mittlerweile nicht davor zurückschrecken, uns auch oder auch Aufrufe zu Gewalt medial auch zu äußern, was sie von AfD-Politikern noch nie gehört haben, dass es Aufrufe zu Gewalt gab. Das will man auch mal ganz klar sagen. Und da fragt man sich ganz ehrlich, wo soll das eigentlich noch hinführen? Diese Gedanken mache ich mir auch aus Sorge über auch unsere vielen Kommunalpolitiker, die wir haben, die an Ständen angegriffen werden. Soll es erst Tote geben in diesem Bereich, noch mehr Verletzte, Häuser werden beschmiert, Familien werden diffamiert, diskreditiert, man traut sich nicht mehr die Meinung zu sagen. Das erleben wir doch in diesem Land aktuell. Und darauf möchten wir aufmerksam machen. Wo soll das noch hinführen? Diese Abrüstung, gerade der Bezeichnungen, wie wir auch im Bundestag erleben, wo wir vor 2 Jahren eingezogen sind, 2017, da war noch das größte Schimpfwort Rechtspopulist. Mittlerweile wird unisono, mittlerweile auch von Politikern der CDU, werden wir als Faschisten und Nazis bezeichnet, ohne dass der Bundestagspräsident dort mittlerweile Ordnungsrufe vergibt. Auch da ist eine Entblößung der Sprache immer weiter in Gange. Und da frage ich mich, was ist das Ende der Fahnenstange? Was kommt als nächstes? Was ist noch möglich? Wir sind doch schon am Ende.
Und wer uns als Faschisten und Nazis bezeichnet, diskreditiert und verharmlost den wirklichen Faschismus. Das will ich ganz klar sagen. Herr Gauland, möchten Sie noch ergänzen? Ist alles gesagt. Herr Wolf, eine Nachfrage. Und zwar, Herr Krupala, es ging mir jetzt nicht um, was in der AfD los ist, sondern welche Rezepte hat die AfD gegen Rechtsextremismus und ob der Wähler da vielleicht eine Kompetenzlücke sieht, weil man nicht so viel darüber hört. Sie haben gesagt, Rechtsextremismus muss man mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen, aber das ist ja ein bisschen, sag ich mal, sehr generell. Also wir sind die einzige Partei in Deutschland, die einzige demokratische Partei, wie ich meine, die zum Beispiel auch was Mitgliedsanträge angeht, was Aufnahmen von Mitgliedern angeht, die ein Ausschlusskriterium hat, eine Unvereinbarkeitsliste. Das kenne ich von anderen Parteien nicht. Also von daher grenzen wir uns schon von solchen eventuellen Fällen klar ab. Und wir haben auch innerparteilich, natürlich gehen wir diesen Dingen immer wieder nach mit Parteiausschussverfahren, die wir einleiten und auch mit Ordnungsmaßnahmen, so wie es in anderen Parteien vielleicht auch gang und gäbe ist. Auf der linksextremistischen Seite sehe ich das eher weniger, wenn ich dort einige Äußerungen sehe. Also das tun wir und das forcieren wir auch weiterhin. Ganz klar. Eine letzte Ergänzung, Herr Wolf. Ich würde es aber gerne vermeiden, wenn wir so viel hier vorne reden, kommen wir nicht mehr zu allen Fragen. Ich habe noch weitere Fragen auf der Liste. Also bitte, wenn ich Sie bitten darf, kurz machen. Ganz kurz, um das nur auch noch mal plastisch zu ergänzen, schauen Sie auf unsere Internetseite afd.de/Grundgesetz, wo wir eine ganze Reihe von Punkten zusammengefasst und dargestellt haben, um es auch an die Öffentlichkeit zu bringen, warum wir uns besonders dem Grundgesetz verpflichtet fühlen und warum wir, und daran arbeiten wir weiter, unser konservativ-bürgerliches Profil schärfen, um klarzumachen, dass es rote Linien zu Rechtsaußen-Spinnern gibt, die bei der AfD nichts zu suchen haben. Herr Kammann hat die nächste Frage. Eine Frage an die Hamburger Wahlkämpfer, also Herrn Wolf und Nockemann. Die gestiegene Wahlbeteiligung in Hamburg ist ja keine Besonderheit von Hamburg, sondern ist ja in verschiedenen Landtagswahlen der letzten Zeit zu beobachten gewesen. Dort hat die AfD jeweils von einer höheren Wahlbeteiligung profitiert. Und vor allem die ostdeutschen Wahlkämpfer haben sich dies auch dann zugute gehalten. Jetzt ist in Hamburg die Wahlbeteiligung ebenfalls gestiegen. Die AfD hat aber ihre Stimmenzahl, das hatten Sie ja vorhin auch gesagt, nicht erhöhen können. Wie erklären Sie sich das? Herr Kammann, ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir hatten auch eine massive Mobilisierung von Erstwählern. So eine Kampagne, wie es jetzt gegeben hat, auch an den Schulen, die hat es in 2015 so nicht gegeben. Und überall taucht Greta auf, überall sind die Grünen dabei, die Greta sozusagen okkupiert haben. Wir hatten ja noch am Freitag in Hamburg eine Demonstration, eine Kundgebung von über 20.000 Greta-Fans. Am Ende marschierte wieder die Antifa mit und grölte wieder AfD-feindliche Parolen. Wir haben sehr viele Nichtwähler auch an die Wahlurne gebracht, aber angesichts der höheren Mobilisierung des rot-grünen Lagers, und Sie müssen ja auch sehen, dass wir in Hamburg zwei Bürgermeister, einen Bürgermeister und eine Stellvertreterin hatten, die sozusagen alles andere zwischen sich aufgerieben haben. Und die Wahlbeteiligung ist auch deswegen gestiegen, weil man in Hamburg eine grüne Bürgermeisterin verhindern wollte. Die SPD hat es geschafft, ihr Potenzial zu mobilisieren und gleichzeitig auch noch bürgerliches Potenzial abzuziehen aus dem Bereich der ehemaligen Nichtwähler. Und das ist uns halt alles nicht zugute gekommen. Und auch die Tatsache, dass eben diese Ereignisse, die wir ja schon mehrfach thematisiert haben, also Thüringen, also auch Hanau, dass dieses bis zum Schluss in Hamburg in Form einer gewaltigen Kampagne verarbeitet worden ist gegen die AfD. Das hat dieses Mal dazu geführt, dass der erhöhte Wähleranteil eben nicht zu unserem Vorteil gereicht hat. Aber wir werden daraus auch unsere Lehren und unsere Schlussfolgerungen ziehen. Und ich kann Ihnen nur noch mal, ja, das habe ich gestern häufiger auch erwähnt. Welche denn? Ja. Ich kann Ihnen sagen, die deutsche Sprache ist eine sehr reichhaltige und vielfältige Sprache, sehr angenehme Sprache. Ich kann ganz vieles mit ihr ausdrücken. Ich muss nicht immer die Holzhammermethode nehmen, sondern wir werden auch in Zukunft die Themen, die eigentlich unser Kerngebiet sind, auch den Bereich der inneren Sicherheit, auch den Bereich der Zuwanderung, den werden wir natürlich nach wie vor bedienen mit einer klaren und deutlichen Sprache.
aber eben nicht wie Hammer auf Amboss. Das haben wir in Hamburg eigentlich auch weniger gepflegt. Das liegt auch daran, dass wir mit Gesetzen argumentieren. Wir sagen, Ausreisepflichtige sind abzuschieben. Das steht so im Gesetz in der Verfassung. Wer das nicht will, der lehnt unsere Gesetze ab. Wir sagen auch, dass wir als Deutsche das Recht haben, zu kontrollieren, wer nach Deutschland kommt. Und wer das nicht will, der lehnt unsere Verfassung ab. Und das sind reine Sachargumente. Und daraus kann man uns ja nicht den Strick drehen, wir würden irgendjemanden verhetzen. Und wenn wir darauf aufmerksam machen, dass der Senat in Hamburg 5,3 Milliarden Euro in den vergangenen 5 Jahren für die Integration und Aufnahme von Ausländern oder von Zuwanderern, Migranten ausgegeben hat, dann ist das ja keine Verhetzung der Bevölkerung. Es geht eben nicht um die Leute, die da untergebracht sind. Es geht um die falsche Politik des Senats. Man hat genug leerstehende Kasernen gehabt, da hätte man auch unterbringen können. Nein, man wollte das nicht. Man hat Neubausiedlungen gebaut in Naturschutzgebiete. Und wir lassen uns das Recht einfach nicht nehmen und uns in diesem Recht nicht einschränken, Fakten deutlich zu benennen, ohne jetzt, ich sag mal, wir pointieren natürlich, aber wir polemisieren nicht in dem Bereich. Und das ist auch eine der zukünftigen Verfahrensweisen, die wir für uns in Übereinstimmung auch mit dem Landesvorstand in Hamburg so beschlossen haben, und da wird es auch in Hamburg allgemeines Einvernehmen geben. Also weiterhin deutliche Sprache, aber jedenfalls nicht etwas, wo unsere politischen Gegner etwas gegen uns instrumentalisieren können. Und ich denke, das ist unser verdammt gutes demokratisches Recht. Wollen Sie ergänzen? Dann hat die nächste Frage Herr Jordans. Eine Frage an die zwei Vertreter aus Hamburg. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, dass die Taktik der Ausgrenzung der AfD durch andere Parteien und durch die Zivilgesellschaft aufgegangen ist? Und zweite Frage an Herrn Krupalla, weil gerade auch von eine Frage zu Kompetenzlücken gestellt wurde. Die einzige Partei, die ja in Hamburg wirklich zugelegt hat, waren die Grünen. Wie lange kann sich Ihre Partei sich leisten, entgegengesetzt des wissenschaftlichen Mainstreams beim Thema Klima zu positionieren? Also Sie hatten ja erstmal Ausgrenzung angesprochen. Erstmal Ausgrenzung. Ich denke mal, eine Form der Ausgrenzung, wie wir sie erlebt haben, die ist für die Demokratie nicht förderlich. Ich könnte auch sagen, sie ist einfach für die Demokratie schädlich oder schändlich. Ja? Es kann doch nicht sein, dass man Bürger davon abhält, sich mit uns zu unterhalten, weil man Angst hat, dass wir die Bürger dann doch noch überzeugen in der persönlichen Diskussion. Und wenn Sie sagen, Zivilgesellschaft, ob die Aktivität der Zivilgesellschaft nun Erfolg gehabt hat, ich glaube, Herr Kammann, in der Welt erschien ja kürzlich ein Artikel, so die Zivilgesellschaft und ihre Schlägertruppen war das überschrieben. Ja? Und wenn ich mir dann überlege, was die Zivilgesellschaft alles mobilisiert hat in Hamburg, das waren nicht nur zulässige Verfahren, das waren keine, ich sag mal, sachlichen Auseinandersetzungen. Ne, Scholz hat mal gesagt in Hamburg, man muss sich mit der AfD auseinandersetzen, man muss sie inhaltlich stellen. Es hat null Versuche gegeben in Hamburg, sich mit uns inhaltlich auseinanderzusetzen oder uns inhaltlich zu stellen. Es gibt immer nur diese brutale, verleumderische Ausgrenzung und Abgrenzung. Und wenn man die Antifa weiterhin gewähren lässt, also bei mir sind zum wiederholten Mal 4 mit Sekt, mit Farbe gefüllte Sektflaschen durch die Scheiben gegangen, ja, Kinderzimmerfenster von anderen Familien nebenan. Und wenn man das nicht wirklich anprangert, und ich denke, da sind auch, entschuldigen, dass ich das so deutlich sage, die Medien in der Pflicht. Wenn man das nicht macht und diese Aktivitäten duldet und darüber hinaus noch die Antifa halbstaatlich mit Zuwendungen fördert, dann ist in diesem Gesellschaft wirklich etwas faul. Zwei, drei Punkte anknüpfend daran. Erstens, Scholz, damals noch SPD, erster Bürgermeister in Hamburg, hatte mal in einem Papier, da wurde allseits recht viel Augenmerk drauf gerichtet, aufgefordert, man müsse mit der AfD diskutieren, man müsse ihre Argumente analysieren und ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen. Davon ist herzlich wenig übrig geblieben. Punkt eins. Punkt zwei, Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist eben auch und gerade diese Antifa, die mehrere Gruppierungen vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet werden und die gleichzeitig in einer Art und Weise als Teil der Zivilgesellschaft von Rot-Grün auch mit umarmt werden, was den hamburgischen VS-Chef kürzlich dazu führte zu sagen,
Achtung, die Gefahr ist gestiegen. Es gibt nicht mehr nur Gewalt von links gegen Sachen. Es ist jetzt auch eine Gefährdung von Personen ernsthaft in die Nähe gerückt. Und er müsse davor warnen. Das als Thema Zivilgesellschaft, Antifa und Ausgrenzung, diese Art und Weise der Stigmatisierung, des Framings, legitime bis hinein in die hamburgische Bürgerschaft, wo ein SPD-Vertreter kürzlich den alten linksradikalen Kampfruf brachte, Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Und dazu gehört dann Satz 1 noch dazu, alles was konservativ ist, Familie, Tradition, Heimat, Vaterland, sei dann faschistisch und gehöre letztlich der Meinungsfreiheit nicht mehr, sondern müsse verboten werden. Das ist die Verschärfung des Klimas, die einer demokratischen, rechtsstaatlichen, freiheitlichen Gesellschaft an sich unwürdig ist. Zweite Frage. Ja, zweite Frage. Möchte ich aber ganz kurz nochmal zur ersten kommen, was Zivilgesellschaft insgesamt angeht, dieses Wort, was ich immer sehr merkwürdig auch finde, wie es auch in diesem Sprachgebrauch immer wieder benutzt wird. Was meinen Sie denn konkret mit der Zivilgesellschaft? Ich fühle mich der Zivilgesellschaft genauso angehörig, genauso wie unsere Abgeordneten in den Parlamenten. Wir kommen alle aus der Mitte der Gesellschaft. Wir haben alle größtenteils Berufe erlernt, sind gestandene Leute. Ich bin Handwerksmeister, ich gehöre mit sehr wohl zur Zivilgesellschaft. Ich leiste meinen Beitrag für diese Gesellschaft ohne staatliche Subventionen, das will ich ganz klar sagen. Ich fühle mich da voll dazugehörig. Also schon alleine diese Wortwahl und Ausgrenzung, Personengruppen als Zivilgesellschaft zu bezeichnen, die anderen gehören nicht dazu, finde ich schon unzulässig. Zur zweiten Frage, was die Klimadebatte angeht, niemand bei uns in der AfD leugnet den Klimawandel. Das will ich ja mal ganz klar sagen. Wir erarbeiten Konzepte, wie wir mit diesen umgehen. Wir haben sicherlich eine ganz andere Herangehensweise als die etablierten Parteien zu diesem Thema. Wir stehen zu Umwelt- und Naturschutz, ganz klar. Das sind für uns wichtige Themen. Wir stehen an der Seite der Landwirte, was für uns ein großes Thema und großes Problem ist, was wir gerade im ländlichen Raum sehen, wie dort ländliche Regionen veröden, weil kleine Bauernhöfe immer mehr schließen müssen. Das sind für uns Themen, die wir in der Programmatik aufarbeiten und an die wir herangehen. Und ich denke, damit haben wir auch ein großes Wählerpotenzial, was wir weiterhin natürlich erschließen wollen. Die nächste Frage hat die Kollegin auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Guten Morgen, Christine Dankbar, Berliner Zeitung. Eine Frage an Herrn Gauland. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen alle ein bisschen mehr abrüsten. Wo sehen Sie den Fehler bei sich? Sie wissen, dass wir ein paar Parteiausschussverfahren haben, dass es auch bei uns Menschen gibt, die sich anders benehmen, als das in einer demokratischen Partei sein sollte. Sie kennen diese Ausschlussverfahren. Sie wissen auch, wie schwierig das ist, weil das Parteiengesetz halt solche Möglichkeiten nicht so einfach eröffnet. Aber was ich mit Abrüstung gemeint habe, bezieht sich genau, wie Herr Kopalla das gesagt hat, inzwischen auch auf die anderen, die Konkurrenten und ich sage auch ganz offen auf die Medien. Denn ich betone das nochmal, was ich in den letzten Tagen in einem deutschen Leitmedium als Kommentar eines Herausgebers gelesen habe, hätte ich in der Bundesrepublik nicht für möglich gehalten. Wenn da keine Abrüstung geschieht, ich wüsste nicht, wie ich nach diesem Kommentar mit demjenigen, den ich sogar persönlich kenne, noch reden könnte. Wenn da nicht abgerüstet wird, dann weiß ich auch nicht, wie das mit der Demokratie in diesem Lande weitergeht. Das gilt natürlich auch für uns. Auch wir haben uns manchmal in der Wortwahl vergriffen. Das wissen Sie ja. Mein Vogelschiss war ein Fehler, dafür habe ich mich inzwischen 20 Mal entschuldigt. Das wird kaum zur Kenntnis genommen. Doch, es gibt Journalisten, die das zur Kenntnis nehmen. Ich will das offen sagen. Aber wenn ich dann manche Kommentare lesen muss, dann habe ich das Gefühl, da gibt es gar kein Gespräch mehr. Sondern wir werden in einer Richtung verortet, die mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Und ehrlich gesagt, ich bin ja nun noch etwas älter als Herr Nockemann, ich habe also noch erlebt die RAF-Auseinandersetzung. Manchmal denke ich,
Damals hat es für die sogenannten Unterstützer der AfD, die am Anfang die Idee hatten, dass das was gesellschaftlich Wichtiges ist, sozusagen für den Fortschritt, gab es in den Medien, na sagen wir, mehr differenzierte Kommentare als heute über uns. Das ist leider so. Und das meine ich auch mit Abrüstung. Wenn wir da nicht abrüsten, weiß ich auch nicht mehr, wie ein Gespräch zwischen uns möglich sein soll. Wenn ich als Mensch und als Politiker so verdammt werde, wie das in einigen Medien geschieht, dann kann ich auch nicht mehr reden. Was soll ich mit demjenigen noch reden? Und das ist mit Abrüstung gemeint. Mir hat das sehr gut gefallen, wie Nocke und Wolf die Umstände vor Ort sachlich dargestellt haben, wie sie benachteiligt werden. Sie hätten das vielleicht auch noch drastischer formulieren können. Sie haben probiert, es zurückhaltend zu machen. Aber wichtig war vor allen Dingen, dass sie die Fakten aufgelistet haben. Sie hätten am besten konkret vielleicht noch mehr auflisten können, eben alles, was ihnen einfällt. Aber mit den 30 Lokalen, das ist schon ganz wichtig und das ist ein absoluter Skandal. Und so drastisch hätten sie es auch meiner Meinung nach formulieren sollen, dass es unfassbar ist, dass die AfD die einzigen sind, die sich darüber beschwert haben und dass es keinen Mensch anscheinend interessiert, dass die AfD keine Wahlkampfveranstaltungen machen kann, weil die ganzen Lokalinhaber bedroht werden. Das sind keine Zustände, wie sie in einer Demokratie sein können. Und da müssen sie noch viel drastischer die Vorwürfe erheben, als sie es gemacht haben. Nicht sagen, ja, wir konnten das nicht machen, sondern sie hätten noch mehr mit den Fingern auf die anderen zeigen müssen, dass sie es verschweigen und sie es billigen und sie es nicht kritisieren. Das hätte noch viel mehr kommen müssen. Dann, aber trotzdem hat mir es sehr gut gefallen, wie sie es gemacht haben. Sie haben es meiner Meinung nach noch etwas besser gemacht als Gauland. Wobei Gauland es auch ganz gut macht. Aber vor allen Dingen auch besser als, meiner Meinung nach, als Skopalla. Ich will jetzt hier nicht mit dem Zeigefinger zu stark wedeln. Es ist so, dass diese Leute im Bundestag von einer Sitzung zur nächsten wahrscheinlich gehetzt werden und sie nicht so in der Lage sind, vielleicht so ruhig Gedanken zu fassen wie andere, wie jetzt ich hier ruhig in meiner eher ruhigen Lage im Moment, die ich habe. Ich habe natürlich auch einiges zu tun. Ich schreibe gerade an einer Doktorarbeit. Aber trotzdem habe ich ein ruhigeres Leben und kann vielleicht besser Gedanken fassen. Oder wir alle können vielleicht besser Gedanken fassen als sie in ihrer hektischen Lage. Man muss immer dran denken, das sind auch nur Menschen. Und ich will sie jetzt auch nicht schlecht machen. Man muss dankbar sein, dass sie früher das Risiko eingegangen sind und sich für die AfD hingestellt haben. Und da haben sie schon sehr viel früher angefangen, als ich es jetzt mache. Ich bin jetzt aktiv, YouTube mache ich ja erst seit einem halben Jahr. Und ich bereue es im Nachhinein, nicht schon viel früher angefangen zu haben. Es ärgert mich im Nachhinein. Ich hätte viel früher damit anfangen sollen. Und deswegen, bevor ich hier groß den Zeigefinger hebe und die Kritik äußere, darf man nicht vergessen, dass diese Leute auch ein Risiko eingegangen sind und es nicht klar war, dass die AfD in den Bundestag bekommt und dass sie jetzt ein sicheres Mandat haben und dass sie sich die Initiative auch ergriffen haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt hier Kritik äußere, dann ist das wirklich konstruktiv gemeint und will dazu meinen Beitrag leisten zum Erfolg. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sie zerreißen will. Aber ich denke, es ist wichtig, solche Gedanken zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen und nicht immer zu sagen, ja, ihr habt das alles ganz toll gemacht, ja, es ist alles total super, weil das hilft uns am Ende nicht weiter. Ich habe es ja schon ausgedrückt nach der Berliner Runde in der Analyse, dass die AfD meiner Meinung nach überfordert ist mit der Lage und nicht das richtige Rezept hat. Und dieser Eindruck hat sich in der Pressekonferenz bestätigt. Die Propaganda der anderen Parteien, man muss sich dem bewusst sein, dass diese Propaganda auch auf einen selbst wirkt. Es findet ein Gewöhnungseffekt statt, wie ein Frosch, der ins kalte Wasser gesetzt wird und wo man langsam erhitzt und der Frosch nicht rausspringt. Er aber sofort rausspringen würde, wenn er ins heiße Wasser geschmissen wird. Und so funktioniert das hier auch.
Wir haben hier Zustände, die sind einfach völlig unfassbar, die sind undemokratisch. Man muss die Ausgewogenheit von Vorwürfen beurteilen, sachlich nüchtern beurteilen. Und wenn jetzt zum Beispiel Gauland wegen dem Vogelschiss bei sich selber Vorwürfe macht und sagt, ja, ich habe mich dafür entschuldigt und wir müssen alle abrüsten, so ist das meiner Meinung nach eine Verkennung der Lage. Natürlich hat die AfD Fehler gemacht. Nicht jede Aussage war perfekt. Ich finde auch Brandner hat meiner Meinung nach großen Mist gebaut. Also Brandner wird ja, finden ja alle sehr sympathisch. Aber ich finde es mit dem deutschen Michel und so, da hat er den anderen, den Medien einen großen Dienst erwiesen. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Da sind ja viele andere Meinungen. Aber ich finde, dass solche Aussagen, das ist wirklich perfektes Fressen für die Medien. Was Brandner da geliefert hat. Und das bringt in der Auseinandersetzung überhaupt nichts. Das bringt argumentativ, treibt es die anderen überhaupt nicht in die Enge. Man macht sich nur selber schlecht. Aber man muss diese Äußerungen von der AfD, die vielleicht nicht perfekt sind, man muss die Verhältnismäßigkeit im Blick behalten. Und das steht in keinem Verhältnis zu dem, was die anderen machen. Und deswegen ist es falsch, eine Fehleinschätzung von Gauland, wenn er sagt, wir müssen alle abrüsten. Auch mit seinem Vogelschiss-Zitat, er hat das in dem richtigen Kontext geliefert. Und aus dem Kontext heraus ist völlig klar ersichtlich, dass er das zeitlich gemeint hat, dass es eben zeitlich ein Vogelschiss ist und nicht, dass die Sache an sich ein Vogelschiss ist. Das ist aus der Lage klar ersichtlich. Und die anderen interpretieren ihn absichtlich falsch und verleumden ihn. Und da ist es nicht sein Fehler, dass er Vogelschiss gesagt hat, sondern es ist der Fehler, dass die anderen ihn verleumden. Und das muss man ganz klar so sagen, das muss er auch ganz klar so sagen. Aber dadurch, dass diese Vorwürfe dauernd wiederholt werden, denkt er anscheinend, ja okay, anscheinend, die anderen regt das so auf. Es war ja auch nicht richtig von mir, wir haben ja auch provoziert, also sag ich mal, wir müssen alle abrüsten. Und das ist, dadurch macht er sich aber zum Zeugen der Medien und Allparteien und bestätigt sie. Und sagt, ja okay, er gibt dann was zu, was nicht zuzugeben ist. Also viel zu viel, viel zu unausgewogen, sagt er dann, ey, wir müssen alle abrüsten. Nein, die AfD muss nicht abrüsten. Das, was sie machen, auch mit, wir wollen Merkel jagen, das ist völlig normal, das ist völlig demokratisch. Und was die anderen machen, ist undemokratisch. Die AfD entmenschlicht die anderen nicht und macht auch noch den Fehler, jetzt sie bürgerlich zu nennen. Und die FDP und die CDU verhalten sich schon lange nicht mehr bürgerlich im Bundestag. Schon ganz lange nicht mehr. Und durch die andauernde Wiederholung denkt anscheinend Gauland und denken die anderen, das ist irgendwie normal, dass man sich so verhält. Das ist überhaupt nicht normal. Und das muss man sachlich analysieren. Die AfD wird seit Bestehen drastisch benachteiligt. Schon zu Lukas-Zeiten. Dieser Populismusvorwurf. Ich habe dazu schon Videos gemacht, aber ich werde dazu, glaube ich, nochmal ein Video machen. Das ist unerhört, dieser Vorwurf, dass man anderen sagt, was ihr sagt, das glaubt der Hand, glaubt ihr gar nicht wirklich, mit dem Euro und Griechenland, dass Lucke da nicht dahinter steht und eigentlich in Wahrheit das gut findet, was die anderen glauben. Das ist ja der Vorwurf hinter dem Populismus. Ja, du sagst ihr das, aber in Wahrheit glaubst du ja was ganz was anderes. Das ist eine Unverschämtheit. Und die AfD hat es damals schon nicht entschieden genug angesprochen und die anderen dafür zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt in der Pressekonferenz macht es Gauland wieder nicht ausreichend genug. Also er spricht zwar davon, dass die Demokratie in Gefahr ist, aber das ist noch gar nicht in dem richtigen Verhältnis dargestellt, wie schlimm die Lage wirklich ist und wie schlimm die anderen sich verhalten und wie gefährlich das Ganze ist. Es geht hier auch mit der DDR, das ist eine Verharmlosung. Natürlich gab es auch in der DDR irgendwelche einzelnen Spinner, das dann auch schon einen ganz schrecklichen Eindruck hinterlassen hat. Aber hinter der DDR stand im Endeffekt Moskau und Moskau war unter Gorbatschow ja sehr stabil. Und diese Entmenschlichungskampagne gegen die AfD, das ist ja nicht aus der Not heraus einen Machterhalt zu machen, sondern da geht es ja eigentlich darum, eine ganze Position zu verbieten und damit einen Systemumsturz zu bewirken. Es geht ja nur vordergründig um die AfD. Es geht ja darum, dass man mundtot gemacht wird, wenn man islamkritisch ist. Und vor allen Dingen auch, sind ja Positionen, die richtig und normal sind und die jeder vernünftige Mensch vertreten muss. Das ist ja im Koran nachlesbar. Und sozusagen, sie probieren, das zu unterdrücken.
Sie probieren, die Wahrheit zu unterdrücken. Es geht nicht nur um irgendeine Meinung, sondern es geht darum, die Demokratie zu beschädigen, indem man den Islam gedeihen lässt in Deutschland mit seinen ganzen radikalen Ausprägungen, ohne auf eine Reform des Islams zu bestehen. Und der Koran ist einfach mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und das zeigt sich auch in allen Ländern der Welt. Und diese Religion so zu verharmlosen und als einfache Religion wie alle anderen hinzustellen, allein das ist schon ein Skandal. Nicht nur die AfD, sondern alle anderen werden mundtot gemacht. Und das muss die AfD aber sagen auf einer Pressekonferenz. Und wenn sie dann sagt, ja, wir müssen alle abrüsten, das ist zu wenig. Und bei Tino Chrupalla dann auch mit dem Treibhauseffekt völlig auszuweichen, anstatt sich anständig vorzubereiten und zu sagen, das ist hier, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, da gibt es ganz viele Studien, da gibt es nur diese Fallstudie, diese eine falsche Studie mit 97%, das eine Lügenstudie ist. Und da gibt es das Modellversagen, da gibt es so viel, dass man zumindest stark argumentieren kann, dass es überhaupt keinen Konsens gibt und dass der Treibhauseffekt in Frage steht. Und dass es keinen Beleg gibt, dass das relevant ist. Und dazu kann man stehen und da muss man Position beziehen. Und er hat einfach, die AfD wurde nach dem Treibhauseffekt gefragt und Chrupalla duckt sich einfach weg und weicht dem komplett aus. Und das geht für mich überhaupt nicht. Dieses Ausweichende. Und da muss ich mich auch negativ an dieses eine Statement bei dem ZDF-Interview erinnern, wo irgend so ein Typ da irgendwas geredet hat mit den Nürnberger Prozessen, die wohl nicht fair waren, aber wo er dann unsere Nürnberger Jungs und irgend sowas erzählt hat und dann hat Chrupalla auch nichts gesagt. Und da muss er in dem Moment auch klar Position beziehen und sich positionieren. Äußert. Es ist ja nichts anderes als Völkermord. Weil wenn es danach uns Deutsche nicht mehr gibt, sondern irgendein Mischvolk, dann sind wir Deutsche weg. Das letzte Mal gab es sowas 45. Die Jungs sind am Galgen geendet in Nürnberg. Das müsste man doch mal ansprechen. Das ist ja genau der Punkt. Im Prinzip ist ja das sind ja auch Themen wie Pegida zum Anfang. Wir erinnern uns, wo wir auch belacht oder auch Pegida belacht wurde, wo wir von der Islamisierung des Abendlandes sprachen. Ja? Und wir sehen ja mittlerweile, das ist Realität. Und ich finde, da gebe ich Ihnen zum Teil recht, in einem atemberaubenden Tempo. Herr Chrupalla, wenn hier von Jungs gesprochen wird, um die Stimmung nicht zu verderben, vermeidet es Chrupalla, gegenüber diesem Mann Position zu beziehen. Er möchte ihn nicht vergrätzen, möchte potenzielle Wähler nicht vergrätzen und übergeht das, was er gesagt hat. Er hätte relativ einfach zum Ausdruck bringen können, dass er das mit den Nürnberger Jungs, dass es nicht unsere Jungs sind, das hätte er richtigstellen können, ohne die richtigen Wähler zu vergrätzen. Auch wenn das ZDF das wahrscheinlich eingefädelt hat, das ist eine Falle, in die er getappt ist, aber tja, er darf da halt nicht reintappen. Das kann man besser machen. Er hat einfach nicht Position bezogen und das hat er jetzt beim Treibhauseffekt auch nicht. Und da haben sie bei Chrupalla schon schön was in der Tasche gehabt und dann wurde Chrupalla zum Vorsitzenden gewählt, da haben sie es einfach aus der Tasche gezogen und haben Chrupalla öffentlich vernichtet. Und ja, das war damals schon ein Zeichen, dass so wie Chrupalla das macht, das geht einfach nicht. Man muss klar Position beziehen, man kann hier nicht dem Treibhaus, wenn die Journalisten nach dem Treibhauseffekt fragen und man sagt dann einfach nichts. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und da muss ich leider sagen, ich denke, dass es wirklich dass Chrupalla überfordert ist. Dass, also, ja, wir also einen neuen Vorsitzenden brauchen. Außer er erkennt das jetzt und ändert sich, aber sowas, das kann man nicht machen, dass man einfach zum Treibhauseffekt keine Auskunft gibt. Was ja die AfD noch unglaubwürdiger dastehen lässt in der Öffentlichkeit. Wenn man eine Position hat, dass man sagt, diese Klimahysterie ist Quatsch, dann muss man das argumentieren. Das ist ja ein ganz gravierender Punkt. Dann kann man nicht dazu einfach in der Pressekonferenz nichts sagen. Ja, also das ist schon ein bisschen demotivierend. Und ich bin froh, dass die nächsten Wahlen erst in 2 Jahren sind. Oder jetzt, dass dieses Jahr keine Wahl ist und erst nächstes Jahr wieder Wahlen sind, weil da muss sich einiges ändern bei der AfD.
Jetzt habe ich viel zu lange geredet. Wahrscheinlich habt ihr zeitlich schon alle eingeschlafen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.